So, hallo meine Lieben und willkommen zu einem kleinen Deckprofile hier auf Untap und zwar von mir, dem Luffy-san. Und ja, wenn ihr mehr davon sehen wollt, wenn ihr mehr von Dragon Ball Super Card Game Stuff sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Like da. Schreibt mir unbedingt einen Comment, was ihr sehen wollt. Und ich würde sagen, ohne viel rumzulabern, geht. Wir gucken uns das geupdatete Starterdeck an von dem Crimson Saiyajin, was ich im Übrigen auch vorgestellt habe. Das Opening findet ihr übrigens in der Endcard. Ja, ich wollte mich noch bedanken, dass die Videos sehr, sehr gut angekommen sind. Da haben wir auf jeden Fall relativ viele Likes bekommen und auch so mehr Aufrufe als die anderen Videos, was ich sehr, sehr schön finde. Und ja, ich bin ja mit dem Crimson Saiyajin eingestiegen, was erst Starter, was ich mir geholt hatte. Und ich habe es dann nachher noch ein bisschen geupdatet. Und ich stelle jetzt hier mein Deck vor, was ich jetzt da ein bisschen geupdatet habe von dem Starter-Deck. Generell beinhaltet das Ganze ein Starter-Deck und ein paar Karten, die man dazu kaufen müsste, sollte. Und ja, auf Untap sieht man auch so ein bisschen die Preise, allerdings checkt die mal kurz mit TCG-Player oder mit Cardmarket ab. Und ja, ich würde sagen, wir gehen mal die Karten durch, da hat sich nicht ganz so viel verändert, aber auf jeden Fall ein paar sehr grundlegende und wichtige Sachen und die gehen wir jetzt durch. Und zwar, wir haben den Leader, da haben wir hier den Great Ape Son Goku, es ist der Wehraffe und ja, es ist halt der Standard-Leader, der auch im Starterdeck drin ist. Der hat einen Auto-Effekt und zwar, wenn er eine Leader-Karte angreift, dann ziehen wir eine Karte. Wir können den erwecken und zwar, wenn wir viel oder weniger Leben haben. Und dann können wir zwei Energie wieder zum Active-Mode switchen. So, der Auto-Effekt ist, wenn die Karte angreift, dann ziehen wir eine Karte. Okay. Hier ein bisschen abgleichen, welche Effekte auf den beiden Dings stehen, weil der erste Auto-Effekt steht nämlich hier auf der anderen Karte und der zweite Auto-Effekt ist der auf der Rückseite. So kann ich euch jetzt gerade schlecht einblenden. Und der Fundament-Effekt ist, dass wenn unsere Leben gleich oder weniger von die unserem Gegner sind, also wenn der Gegner 4 Leben hat und ich habe 3 Leben oder ich habe 4 Leben, der Gegner hat 4 Leben, also dann hat der 5000 mehr. Und bekommt ein Critical. Und Critical heißt, wenn ich angreife, dann dann kriegt der Gegner halt sein Leben. Aber das Leben muss er dann auf den Friedhof werfen, also in die Drop Area. Kommen wir schon zu einer ersten neuen Karte, die hier drin ist. Das ist der Hate Master Son Goku, also Son Goku Ultra Instinct, wie ihr hier seht. Eine fette Karte mit 35 Power, mit 8 Energiekosten. Den kriegen wir hier sogar ein bisschen leichter raus, weil er hat Swap-Mechanik. Da komme ich aber gleich nochmal drauf. Aber er ist richtig crazy. Und zwar, er hat Deflect. Das heißt, diese Karte kann nicht gecountert werden. Also, keine Counter-Skills auf diese Karte können aktiviert werden. Ihr könnt keine Counter, also der Gegner kann halt keinen Counter-Play machen, wenn ihr angreift mit ihm. Richtig heftig. Triple Strike. 3 Schaden. Heftig, Junge, heftig. Dann Dual Attack. Dual Attack heißt einfach mal, dass wenn er angegriffen hat, er von dem, dass wenn er dann von dem Rest Mode wieder in den Active Mode geht und er nochmal angreifen könnte. Also er erholt sich eben nochmal. Ist halt richtig heftig. ja, dann haben wir noch den Auto-Effekt, wenn du play this card with Swap, dann choose up to total of 3. Warte mal kurz. Also wenn wir diese Karte per Swap-Mechanik spielen, dann nehmen wir 3 Karten vom Gegner, 2 Battle-Karten vom Gegner, wir ignorieren Barrier und switchen die in den Rest-Mode. Das heißt, heftig. Der Gegner kann die Karten für die Runde eigentlich nicht nutzen. Und da wir Barrier ignorieren, heißt es halt, ja, auch Karten, die nicht gezielt werden können, können wir anzielen. Gut. Ja, 35.000 hat 1 und 10.000, wenn man mit der Karte Combo möchte. Und dann 10 fast kann man mehr. Das ist ganz einfach. Der Leader, mit dem wir angreifen, kriegt halt, oder der Son Goku, mit dem wir angreifen, kriegt halt Double Strike und 50.000 ATK, was halt wieder richtig heftig ist. Ja, dann haben wir Ultimate Potential Son Gohan 2, also Super Saiyan 2. Die hat eine Swap 4 Mechanik, das heißt, wir können halt einen Swap 4 rufen. Der Auto-Effekt ist, dass wenn wir diese Karte ausspielen, dann wählen wir eine Karte vom Gegner und packen die in den Rest-Mode und zerstören die Karte. Dann haben wir den zum Goku at the Apex.
Und der hat einen Swap 8-Effekt. Und er kann den Son Goku Ultra-Instinkt holen. Ja, dann er hat halt Barrier. Ja, also kann halt nichts machen. Ja, muss mal kurz noch was lesen. Der hat auch Double Strike. Und hat auch einen Auto-Effekt, dass wenn diese Karte ausgespielt wird und unser Leader in Goku's Lineage ist, dass wir dann eine von unseren, also eine von den gegnerischen Battlekarten nehmen und die Seite zerstören. Ja. Dann haben wir Power Charge Bardock. Power Charge Bardock ist sehr, sehr einfach zu erklären, dass, weil wenn er angreift, können wir auswählen, ob wir die Karte ziehen oder nicht. Wenn wir die Karte nicht ziehen, kriegt er Double Strike. Das ist, ja, groß gesagt. Dann haben wir den Dynasty Defeated Son Goku. Der hat einen Swap 5. Der könnte zum Beispiel den Apex holen. Der hat auch Barrier und der hat den Auto-Effekt, dass wir am Ende des Zuges die Karte wieder in den Active Mode switchen. Also wir greifen halt an in der Battle Phase, beenden unseren Zug zum Beispiel und ja, der geht wieder in Active Mode. Was halt für Kombo nächste Runde gut ist vom Feld zum Beispiel. Ja, dann haben wir den Interpret Dynasty Son Gohan. Der hat einen Top 3-Effekt und der hat Barrier. Muss ich eigentlich nicht viel zu sagen. Dann haben wir den Indoppelte Dynasty Super Saiyan Son Goku. Der hat einen Swap 4 und Barrier. Dann haben wir den Liebe Tambly Dynasty Son Goku. Der hat Swap 3, mehr hat er nicht. Dann haben wir den Adoptive Vater Son Gohan, das ist unser Blocker mit Swap 2. Dann haben wir den Protectional Dynasty Son Goten. Der hat wieder einen Swap 4. Und wenn wir eine Combo, also wenn ich mit dieser Karte Combo eine Combo mache und eine Karte, also eine unserer Karten, also, ja, wenn wir diese Karte Combo und eine unserer Battle-Karten halt gelb ist, wenn der Angriff beginnt, dann kriegt diese Karte 10.000 Angriff. Also um es halt mal einfach zu sagen, er liegt auf dem Feld, er greift an, wir kommen mit der gelben Karte, mit der gelben Karte, er ist gelb, er kriegt 10.000 mehr, weil die Karte gelb ist, ja, und ja, Combo. Also ja, mit 15.000 plus 10.000 Combo greift er mit 25.000 an. Das wäre jetzt relativ einfach erklärt. So, dann haben wir Plucky Dynasty Pan, das ist unsere Super Combo und sie hat auch einen Swap 5. Ja, Super Combo ist hier einfach nur das, wenn wir einen Goku als Leader haben, der auch Farbe gelb ist und unsere Leben 4 oder weniger sind, dann ziehen wir halt eine Karte und wir machen durch die Combo 10.000 mehr. Also 10.000 Power dann kriegen wir durch die Combo. Dynasty Solecce ist, oder Dynasty Solecce ist halt einfach, wir nehmen die obersten drei Karten, gucken, ob da eine Gokus Lineage Karte ist und nehmen uns die halt auf die Hand. Und das war's, ja. Ein Searcher für ein Key. Geil. Also wirklich geil. Dann kommen wir hier zum Weavern, mal zu seinem First Son Goku. Der hat auch einen Swap 8-Effekt. Ja, der hat auch einen Activate Main Phase Effekt. Und zwar auch der ist once per turn. Und zwar wählen wir eine Karte von unserem Leben und ändern uns die zur Hand. Also wir machen seinen Schaden, kriegen dafür eine Karte auf die Hand. Und wir switchen diese Karte in den Active Mode. Und wenn wir zwei oder weniger Leben haben, bekommt die Karte Triple Strike. Und ja, dann können wir echt Bye-bye zum Gegner sagen. Weil, ja, ich meine, wir greifen erst mit dem an, dann Effekt, wir machen seinen Schaden, wir haben dann zwei oder weniger Leben im besten Fall. Wir greifen nochmal an mit Triple Strike, machen 3 Damage. Viel Spaß. Da fehlt nur Critical. Heftig. Dann kommen wir zum Super Saiyan 4 Son Goku Prizeful Hero. Der ist relativ cool. Der kostet uns nämlich 3 Key. Der hat einen Barrier und einen Hero und der hat einen Barrier und einen Heroic-Effekt. Der Heroic-Effekt ist, wir können halt nur ein Heroic-Battle-Karte können wir halt nur auf dem Feld haben. Wir können auch nur eine davon aktivieren. Und wenn wir das halt machen, dann ziehen wir halt eine Karte. Und dann wird halt der Skill negiert für die Runde. Dann haben wir noch einen Permanenten-Effekt und zwar wir haben halt ja, jetzt bringe ich was durcheinander. Nochmal, warte mal. Also. Der Barrier und Heroic-Effekt. Also, wenn wir eine andere Heroic-Battle-Karte spielen oder einen Heroic-Effekt Extra-Card-Skill aktivieren, dann ziehen wir eine Karte. So, dann negaten wir diesen Skill für
also für den Rest des Zuges. Dann haben wir einen permanenten Effekt. Das heißt, dass wir dann nur einen Super Saiyajin 4 Sengoku, also wir dürfen halt diese Karte nur einmal auf dem Spielfeld haben, wir dürfen keine anderen Kopien auf dem Feld haben. Das sagt ja in der Battle Area. Sollte klar sein. Dann haben wir einen Auto-Effekt, und zwar wenn unser Leader den Awaken-Effekt aktiviert, oder halt wenn wir einen Wish-Effekt machen, dazu kommen wir auf jeden Fall noch in irgendeinem Video, dann kriegt die Karte 20.000 Power und bekommt Double Strike. Alter, ist das heftig! Ich meine, 3 Ki kostet diese Karte. Sie kriegt Double Strike, sie kriegt 20.000 Power, womit sie bei von 15.000 auf 35.000 ist. Uff, heftig. Ja. So, kommen wir zu den letzten Karten. Da haben wir noch den Flying Nimbus. Ist eine Extrakarte. Das ist eine Counter-Attack. Und zwar, die sagt einfach mal, dass wir den Angriff negieren. Und dann legen wir eine gelbe Karte von unserer Hand in die Drop-Area. Und wenn wir das tun, dann kann unser Gegner nur noch einen weiteren Angriff machen. Ja, und das war's dann. Sowas wie Angriff annullieren, nur dass der Gegner noch einen Angriff hat. Dann haben wir noch eine Ultimate. Eine Ultimate-Karte ist eine Karte, die man nur einmal im Deck spielen darf, im Main-Deck. Und sie sind generell so übelst Full-Art und extrem overpowered. Hört zu, ihr wisst, was ich meine. Also als erstmal Ultimate. Wie heißt der? Warte mal kurz. Descent Dancing Son Goku Junior mit 40.000 Power. Ultimate, Triple Strike. Und der Auto-Effekt, der ist ziemlich einfach, aber ist extrem heftig. Er sagt halt, dass wenn diese Karte angreift, dann gucken wir uns die obersten 7 Karten an. Also, ja, die obersten 7 Karten von unserem Deck an. Und dann wählen wir alle Gokus Glide Edge Karten, die wir da haben, und machen eine Combo. Und dann mischen wir unser Deck. Wenn wir mit 5 oder mehr Karten kombonen und wir diesen Skill aktivieren und wir unterschiedliche Namen haben bei diesen Karten, mit denen wir Combo machen, dann wählen wir 2 Karten von den gegnerischen Life Points und packen sie in die Drop Area. Das heißt, wir greifen mit 40.000 an. Wir machen, wenn wir den Skill richtig machen, 5 Karten. 5 mal 5.000 ungefähr sind 25.000. Das heißt, wir sind bei 65.000. Mit 65.000 und Triple Strike greifen wir an. Das heißt, wir machen 65.000 Power, 3 Schaden, wenn es durchgeht. Und der Gegner verliert 2 Schaden. Puh, Alter. Für 8 Ki ist das übelst krass. Und der ist besser als Ultra Instinct. Das will schon was heißen. Ja, dann kommt der letzte Karte. Das ist die Instant Transmission. Ja, die Instant Transmission ist eine Counter-Attack. Und ja, wir können uns dann einen Schaden machen, wenn wir die Key-Kosten dafür nicht zahlen möchten. Ja, und das war das Deck. Ja. Es ist ein richtig geiles Deck. Es kostet auch nicht wirklich viel. Ich habe euch übrigens auch mal die Deckliste unten in die Kommentare reingeschrieben. Also in die Videobeschreibung, da könnt ihr gerne mal nachgucken. Guckt euch gerne mal auf Cardmarkt um, was es ungefähr so kostet. Auf jeden Fall unter, ich glaube, 50, 60 € oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall unter 100. Richtig krass. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann sehen wir uns beim nächsten Video, im nächsten Livestream auf Twitch. Und dann bis zum nächsten Video. Haut rein. Bis dann. Tschüss, euer Luffy. Haut rein.